Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den britischen Premium-Flugzeugträger auf Stufe 5, die Ark Royal, am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann gucken wir uns die Werte an und vergleichen diese mit anderen Flugzeugträgern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänsskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot Flugüberwachungsmod 1, um einfach die Flugzeugwartungszeit zu verbessern. Hilft uns natürlich dabei, in der Runde insgesamt einfach mehr Flugzeuge zu haben. Und im zweiten Slot nutze ich auch den Luftgruppenmod 2, um einfach die Trefferpunkte von unseren Flugzeugen zu verbessern. Bei den Flugzeugverbrauchsmaterialien, welche natürlich automatisch eingesetzt werden, haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen und den Jäger mit 4 Aufladungen. Und bei den Flugzeugverbrauchsmaterialien haben wir sowohl bei der Torpedobomberstaffel als auch bei der HE-Bomberstaffel 2-mal die Motorkühlung und 3-mal die Jägerpatrouille. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Flugzeugträgern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 53 Punkte, Trefferpunkte haben wir 44.500, was auf jeden Fall sehr viel ist auf der Stufe. Panzerung sind 10 bis 114 mm. Schauen uns dort natürlich auch schnell die Panzerungsgruppen an, haben hier 19 mm Bugpanzerung, allgemein doch eher ein bisschen besser gepanzert von den Stufe 5er Flugzeugträgern. Die meisten sind ja wirklich sehr, sehr schwach gepanzert, wenn wir dort Richtung Ranger zum Beispiel gucken. Da haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Zitadellenschutz. Das ist natürlich erstens ein Vorteil gegen Schiffe mit Kleinkaliber. Das heißt, Schiffe mit Kleinkaliber kommen dort nicht ganz so leicht in die Zitadelle rein. Allerdings Schiffe mit größerem Kaliber, also speziell Schlachtschiffe, haben dort natürlich dann die Granaten mehr Zeit, um scharf zu werden. Und dort ist dann sicherlich auch mal der eine oder andere vernichtende Schlag drin gegen eine Ark Royal. Von daher muss man dort auf jeden Fall bei allen Flugzeugträgern aufpassen und möchten natürlich nicht aufgeklärt werden. Und die Torpedoschadensverringerung sind 25%, was einfach ein richtig, richtig starker Wert ist auf der Stufe. Dann kommen wir zu den Flugzeugen. Dort haben wir 28 Punkte und eine Staffel Torpedobomber mit 2000 Trefferpunkten, was doch eher etwas wenig ist für die Stufe. Also die Flugzeuge gehen doch relativ schnell kaputt. Eine Höchstgeschwindigkeit von 163 Knoten, was auf jeden Fall sehr, sehr schnell ist auf der Stufe. Größe der Angriffsstaffel 3, das ist natürlich unfassbar stark. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall 3 Torpedos mit einem Angriff abwerfen und das Ganze können wir 3-mal machen, da wir insgesamt 9 Flugzeuge in der Staffel haben, sofern diese natürlich so lange leben. Erkennbarkeitsreichweite sind 9 Kilometer, Flugzeugwartungszeit sind 67 Sekunden, was doch auch etwas besser ist wie der Durchschnitt. Der Torpedohöchstschaden liegt bei 5300, was etwas unterdurchschnittlich ist. Torpedogeschwindigkeit 35 Knoten, was auf jeden Fall sehr langsam ist, also man muss die Torpedos doch relativ weit vorhalten. Und die Torpedoreichweite sind 3 Kilometer, was auch etwas unterdurchschnittlich ist. Und dann haben wir noch eine Staffel Sturzbomber, auch hier 2000 Trefferpunkte ist natürlich eher wenig für die Stufe, aber auch eine Höchstgeschwindigkeit von 163 Knoten, was natürlich sehr, sehr schnell ist. Und auch hier Größe der Angriffsstaffel, 3 Flugzeuge je Staffel, 9 und wir haben hier auf jeden Fall bei diesem Flugzeugträger in jeder Staffel bzw. jedes Flugzeug wirft mehrere Bomben ab, das heißt man legt hier wirklich einen richtigen Bombenteppich und kann dort auf jeden Fall schön die Gegner mit Bränden auch ärgern, haben auch hier eine Erkennbarkeitsreichweite von 9 Kilometern, auch hier Flugzeugwartungszeit von 67 Sekunden, was natürlich auch hier minimal besser ist wie der Durchschnitt. Bombenhöchstschaden liegt bei 3750 und die Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 25%, ist natürlich eher von der Zahl her gering, aber wenn wir überlegen, dass wir so viele Bomben abwerfen können, ist das Schiff auf jeden Fall auch mit den Sturzbombern ein guter Feuerstarter.
Bei der Artillerie haben wir 7 Punkte und bei der Sekundärbewaffnung haben wir 8x213 mm Geschütze mit einer Reichweite von 4,5 Kilometern und einer Ladezeit von 5 Sekunden. Und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 1600 mit einer 7%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Flugabwehr haben wir 61 Punkte und hier haben wir 8x4 12,7 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 17 und einer Reichweite von 1,2 Kilometern. Dennoch 6x8 40 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 119 und einer Reichweite von 2,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 8x213 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 71 und einer Reichweite von 5 Kilometern. Und damit haben wir eine relativ durchschnittliche Flugabwehr, was den mittleren Schaden pro Sekunde angeht. Allerdings haben wir hier auf jeden Fall auch einiges an Flugabwehr, was eine relativ anständige Reichweite hat, von daher doch etwas überdurchschnittlich im Allgemeinen. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 47 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 31 Knoten, was genau im Durchschnitt liegt. Wendekreisradius sind 990 Meter, was doch eher ein etwas schlechterer Wert ist. Und die Ruderstellzeit sind 12,8 Sekunden, was auch minimal schlechter ist wie der Durchschnitt. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 49 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 13,1 Kilometer, was doch eher ein schlechter Wert ist auf der Stufe. Erkennbarkeit zur Luft sind 9,1 Kilometer, auch hier eher ein schlechter Wert. Und die garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Dann kommen wir zur Kapitänsskillung. Dort nutze ich den Dennis Boyd mit der Basisfähigkeit unterm Radar. Und geskillt habe ich einmal Kontakt steht unmittelbar bevor, um einfach die Torpedogeschwindigkeit, die ja wirklich sehr schlecht ist, zu verbessern, um dort einfach ein bisschen leichter zu treffen. Alternativ sind aber auch die anderen zwei Skills in der ersten Reihe nicht verkehrt, um die Flugabwehr etwas zu verbessern, sofern man vom feindlichen Flugzeugträger geärgert wird. In der zweiten Reihe nutze ich den Einzelfahrschein, um einfach den Torpedoschaden nochmal etwas zu verbessern. In der dritten Reihe außer Sichtweite, um einfach die Erkennbarkeitsreichweite und auch die Trefferpunkte von unseren Bombern zu verbessern. Diese möchte man natürlich häufig nutzen und dort viele Brände machen. Und in der vierten Reihe nutzen wir auch Burn Baby Burn, um nochmal die Brandwahrscheinlichkeit der HE-Bomber zu verbessern. Außerdem auch der Schaden. Und als legendären Skill nutze ich der Tresorraum, um einfach die Bomber nochmal ein bisschen von den Trefferpunkten zu verbessern, was natürlich auch sehr angenehm ist. Das gleiche gilt hier auch für die Torpedobomber, hilft einfach dabei, weniger Flugzeuge zu verlieren. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Jersey Swirsky, um einen besseren Tarnwind mit unseren Flugzeugträger zu haben, um dort auf jeden Fall nicht ganz so schnell aufgeklärt zu werden. Und als zweites den Raizo Tanaka, um den Torpedoschaden noch etwas zu verbessern. Alternativ ist aber auf jeden Fall auch Azulane Chukaku eine gute Inspiration. Hier könnte man noch die Höchstgeschwindigkeit der Flugzeuge weiter verbessern. Außerdem natürlich auch ARP Iona, um nochmal die Flugzeugwartungszeit weiter zu senken. Das heißt, man hat einfach noch mehr Flugzeuge in der Runde zur Verfügung, was natürlich sehr, sehr stark ist. Und des Weiteren ist aber auch Decepticon Starscream auf jeden Fall eine nette Wahl. Hier kann man allgemein die Reisegeschwindigkeit der Flugzeuge noch verbessern. Das ist natürlich auch angenehm. Ich bleibe aber bei meiner Skillung und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Zuflucht im Basis-Erobern-Modus. Mit dabei der D-Ribs in der California und wow, was ist das denn für ein interessantes Matchmaking? Ein einziger Zerstörer in der Runde, das sieht man auch nicht so häufig. 4 Kreuzer, 4 Schlachtschiffe, 1 Flugzeugträger, das ist natürlich ein Traum-Matchmaking für jedes Schlachtschiff. Schön viele Kreuzer zu beschießen, beziehungsweise wir haben sogar 1 Kreuzer weniger, dafür 1 Schlachtschiff mehr. Würde dadurch auch sagen, dass wir direkt dadurch einen kleinen Vorteil haben auf jeden Fall. Und ja, ich starte hier auf jeden Fall fürs Erste mit den Torpedobombern, da wir wahrscheinlich als Erstes ein bisschen Kreuzer sehen werden.
Die HE-Bomber mit dem Bombenteppich, kann man so sagen, sind auf jeden Fall sehr stark, speziell gegen Schlachtschiffe. Bin gerade ein bisschen am Überlegen, wo ich hinfahre mit meinem Flugzeugträger. Problem ist, wenn wir quasi nach hinten wegdrehen, ist natürlich, dass die Flugzeuge dann von hinten starten. Deswegen, ja, schauen wir mal, dass wir dort eine Position gefunden haben. Wir werden auf jeden Fall direkt hier einen Abwurf ins Leere machen. Hilft uns natürlich dabei, ein bisschen weniger Flugzeuge zu verlieren, mehr am Ende zu haben. Wir haben jetzt hier erstmal in der Mitte die Gegner aufgeklärt. Lassen hier auch unsere Jägerpatrouille für die Aufklärung da. Schauen mal, was hier auf der linken Seite zu finden ist. Und ich würde fast sagen, wir starten hier direkt unseren ersten Anflug. Relativ isolierte Schlachtschiff. Die Mackensen hat natürlich auch nur 3 Aufladungen von den Schadensbegrenzungsteam. Von daher ist es natürlich eine Schiffslinie, die man unbedingt mit den Flugzeugen angreifen sollte. Oder allgemein auch AE ist natürlich sehr, sehr stark. Versuchen jetzt hier nochmal einen zweiten Angriff durchzubekommen gegen den Kreuzer. Gucken wir mal. Ah, beschleunigt doch relativ schnell. Kann sein, dass er dort ein bisschen zu schnell beschleunigt und der zweite Angriff leider ins Leere geht. Ja, sieht leider danach aus, aber halb so tragisch. Wir haben 3 Torpedotreffer gegen die Mackensen gelandet, der sofort sein erstes von den 3 Schadensbegrenzungsteams nutzen musste. Starten hier auch nochmal mit den Torpedobombern. Haben leider schon einen von unseren Kreuzern verloren. Aber ja, die Krasnigrim hier wird vom D-Rips rausgenommen. Damit wieder ausgeglichen. Wir versuchen jetzt hier mal die Dallas anzugreifen. Die Torpedos sind natürlich sehr, sehr langsam. Dementsprechend auch gerade gegen Kreuzer oder Zerstörer schwierig zu treffen. Oh, sieht so aus, als wenn hier die Dallas gegen die Insel fährt. Treffen dementsprechend dort ab. Oh, oder er schafft es doch noch. Sah irgendwie aus der Perspektive so aus, als wenn wir dort einen Treffer landen können, weil er einfach an der Insel hängen bleibt. Aber er hat die Kurve leider noch bekommen. Dementsprechend war es natürlich ein sehr schlechter Abwurf. Versuchen aber noch den Torpedo Richtung Schlachtschiff zu bringen. Leider auch nicht so gut. Ich bin natürlich nicht der erfahrenste Flugzeugträgerkapitän. Nicht unbedingt eine Schiffsklasse, die mir persönlich auf die Dauer Spaß macht zu spielen. Finde ich persönlich ein bisschen langweilig meistens, weil man doch immer sehr, sehr lange Zeit quasi nichts macht, man die Flugzeuge gerade fliegt. Starten aber zum ersten Mal mit unseren HE-Bombern und versuchen jetzt hier mal den New Mexico in Brand zu stecken. Kommt natürlich einiges runter und 8 Treffer inklusive Brand und auch relativ soliden Schaden. Ich glaube 4000 oder sowas konnten wir machen. Das ist natürlich angenehm. Nutzt das Schadensbegrenzungsteam nicht. Ich hätte extra einen etwas größeren Bogen gedreht, in der Hoffnung, dass er quasi das Schadensbegrenzungsteam nutzt und wir dann danach einen permanenten Brand machen können. Allerdings hat er dieses wahrscheinlich einfach nicht zur Verfügung. Dementsprechend gehen wir jetzt für den nächsten Angriff und ja, das reicht auch. 5300 Schaden. Und wie ihr gesehen habt, wir haben mittlerweile unseren Flugzeugträger ein bisschen umplatziert. Wir nutzen hier diese Insel, um relativ offensiv mit unseren Flugzeugträger zu sein, um die Flugzeiten kurz zu halten. Wir hätten natürlich auch hinter unserer Basis irgendwo warten können. Ah, bewegen uns vielleicht ein bisschen mit unserem Team mit. Wobei, sag mal, wir verlieren die andere Seite. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht die Position dort, die wir jetzt haben, nutzen können mit kurzen Flugzeiten, weil die Gegner wahrscheinlich immer dichter kommen. Von daher bleiben wir mit unserem Flugzeugträger dort einfach stehen.
Und ja, wir versuchen jetzt hier nochmal ein weiteres Mal die Mackensen anzugreifen. Ich hoffe, der hat vielleicht schon weitere Schadensbegrenzungsteams genutzt. Für den nächsten Angriff würde ich jetzt hier aber nochmal mein Glück mit den AE-Bombern versuchen. Sehr schön, haben hier nochmal die Mackensen getroffen. Leider keine Flutung gemacht, aber ein Ausfall, vermutlich sein Motor. Sieht leider nicht so gut aus, was unser letztes Schlachtschiff, die New Mexico, dort angeht. Hat er zwar gut gemacht, dort weggekitet, während unser restliches Team dort leider ein bisschen schnell rausgegangen ist. Aber in Unterzahl konnte er dort auch nicht viel machen. Lassen jetzt hier nochmal eine Jägerpatrouille dort da für den D-Ribs. Und versuchen jetzt hier nochmal unser Glück mit den AE-Bomben. 29.000 Schaden, noch nicht die Welt, aber es sind noch genügend Ziele übrig. Konnten einen Brand machen, sehr schön. Und da wir gerade hier in der Nähe sind, würde ich fast sagen, fliegen wir einfach nochmal die Furutaka hier an. Mit den anderen zwei verbleibenden Flugzeugen. Doch, konnten auch nochmal 2.500 Schaden plus Brand machen. Das ist natürlich angenehm. 10 Schiffe in der Runde schon aufgeklärt. Also Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall auch vorhanden. Nutzen jetzt hier wieder die Torpedobomber. Versuchen relativ uns abzuwechseln, was die Flugzeugtypen angeht. Leider die Mackensen jetzt hier relativ dicht am zweiten Schlachtschiff, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mackensen Wille zum Wiederaufbau nutzt. Daher müssen wir irgendwie versuchen, vielleicht eine permanente Flutung zu bekommen. Anders wird es sonst fast nicht möglich, die Mackensen rauszubekommen. Versuche jetzt hier vielleicht den Angriff so zu machen, dass wir eventuell beide treffen mit Glück. Die Mackensen fährt ja ein bisschen weiter vorne, minimal. Und es gelingt uns hier sogar. Das war natürlich genau, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es in der Umsetzung auch geklappt hat. Umso besser. Und gehen jetzt hier nochmal für den nächsten Angriff. Diesmal komplett gegen die Mackensen. Nutzen hier wieder unsere Torpedobomber. Und kriegen diesmal die so sehr benötigte Flutung. Das ist natürlich stark. Jetzt wird es für die Mackensen wahrscheinlich das Ende bedeuten. Und so ist es auch. Ganz, ganz wichtig, dort die Mackensen an der Stelle rauszunehmen, um Wille zum Wiederaufbau zu unterbinden. Lassen hier wieder einen Katapultjäger da. Der feindliche Flugzeugträger ist dort ja fleißig am D-Ribs angreifen. California dort nicht unbedingt das beste Ziel, aber das ist ja nicht so schlecht für uns, für unser Team. Wir gehen jetzt hier nochmal auf die Dunkirk. Ersten Angriff. Ja, konnte er halbwegs ausweichen. Doch, 2 Treffer gelandet. Aber diesmal haben wir auf jeden Fall den besseren Winkel. Und ich hoffe, dass wir nochmal ein paar weitere Treffer landen können. So, diesmal nutzen wir wieder unsere HE-Bomber. Und ja, 2 weitere Torpedotreffer gegen die Dunkirk. Leider keine Flutung. Aber gut, nicht ganz so tragisch. Oh, und wir haben sogar noch mit dem dritten Torpedo die Furutaka getroffen. Das war natürlich geplant. Oder auch nicht. Aber gut. So, jetzt aber einen schönen Abwurf mit den HE-Bomben gegen die Dunkirk. Die Furutaka ist draußen. 5.000 mit Doppelbrand, das ist natürlich optimal. Leider hatten wir eben keine Flutung bekommen. Hätten wir eben die Flutung gehabt, wäre es natürlich ein permanenter Doppelbrand gewesen, der richtig schön Schaden gemacht hätte. Aber wir sind extra wieder einen relativ weiten Bogen geflogen. Versuchen dort jetzt quasi mit dem nächsten Angriff wenigstens einen Brand hoffentlich zu machen. Schauen wir mal.
Ah, keinen permanenten Brand, das ist schade. Aber gut, unsere Flugzeiten sind natürlich durch unsere gute Position jetzt hier sehr, sehr gut. Sind hier gerade mal 8 Kilometer ungefähr vom feindlichen Schlachtschiff entfernt. Bedeutet natürlich, dass wir hier alle 20 Sekunden, 30 Sekunden angreifen können. Müssen aber vielleicht ein kleines Stück vorfahren, sonst wird es hier vielleicht kritisch. Sieht fast so aus, als wenn die Dunkirk dort auch versucht zu rammen, aber der D-Rips fährt dort weg. Und wir lassen nochmal einen Bombenteppich da. Und Doppelbrand, sehr schön. Würde auch fast sagen, die Dunkirk lassen wir den D-Rips hier. Helfen ja hier noch mit den Bränden. Sollte dort eigentlich auch problemlos Dunkirk gleich rausbekommen. Und ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg zum feindlichen Flugzeugträger. Mittlerweile auch die Yuga rausgegangen. Eben war es noch ausgeglichen, 4 gegen 4. Jetzt sind wir 2 Schiffe vorne. Umso besser. Haben den feindlichen Flugzeugträger entdeckt. Wir reifen dort an und ja, mit so vielen Bomben und der Brandwahrscheinlichkeit kriegt man eigentlich fast garantiert einen Brand. Kriegen wir hier auch, inklusive dem Großkaliber. Und wir müssen uns das jetzt merken. Feindlicher Flugzeugträger nutzt ja quasi das automatische Verbrauchsmaterial. Wir haben den Brand circa bei 3 Minuten 5 gemacht. Das heißt, wir versuchen jetzt sozusagen die eine Minute, also die Zeit warten, wo das Schadensbegrenzungsteam aktiv ist. Das ist ja beim Flugzeugträger auf Stufe 5 immer 60 Sekunden. Das heißt, wenn wir bis 2 Minuten 5 oder halt länger warten, haben wir überhaupt die Chance, erst irgendwie eine permanente Flutung zu machen. Und genau darauf sind wir aus. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen rumeiern, sage ich fast so, bis wir die 20 Sekunden gleich noch umhaben. Und wenn quasi die Zeit um ist, können wir den Angriff starten. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir dort eine permanente Flutung. Das wäre natürlich sehr angenehm. Okay, eigentlich sollte es von der Zeit her reichen. Wir können jetzt hier für den Angriff gehen. 2 Minuten 5 oben ist auf der Uhr erreicht. Das heißt, das Schadensbegrenzungsteam ist nicht mehr aktiv vom feindlichen Flugzeugträger. Und können jetzt versuchen, dort hoffentlich eine Flutung zu bekommen. Drückt uns die Daumen. Verlieren jetzt hier noch unser Schlachtschiff. Okay, Torpedos sehen sehr, sehr gut aus. Werden alle 3 treffen. Und wir kriegen die Flutung. Das ist auf jeden Fall super. Das bedeutet, die Ranger wird dort fleißig runterfluten, bis das Schadensbegrenzungsteam wieder bereit ist. Werden dort wahrscheinlich nochmal den 15.000 Schaden jetzt locker mitmachen. Eigentliche Leander ist jetzt auch draußen. Die Runde ist auf jeden Fall der Tasche. Garantierter Sieg. Und ja, wir haben sehr viele Torpedotreffer, 17 Torpedotreffer, obwohl ich dort ein paar schlechte Angriffe hatte, fast 50 Bombentreffer, 8 Brände, also die Ark Royal ist ein sehr, sehr starker Flugzeugträger auf der Stufe, meiner Meinung nach. Ich würde nicht unbedingt sagen, mit Abstand der beste, weil gerade bei der Serov mit diesen Skip-Bombern gegen Zerstörern, macht die Serov einfach unfassbar stark gegen Zerstörer. In dieser Runde gab es halt keine Zerstörer, aber allgemein mit der stärkste Flugzeugträger auf jeden Fall auf der Stufe. Kann man nicht anders sagen, auch wenn man vielleicht nicht ganz so erfahren ist. Ist es natürlich nicht unbedingt so schwierig, dort viel Schaden zu machen. Und die Runde ist gewonnen. 146.000 Schaden gab es in der Runde. 12 Schiffe haben wir aufgeklärt, 17 Torpedotreffer, 49 Bomber haben das Ziel gefunden. 2 Ausfälle gemacht, 3 Schiffe zerstört, 8 Brände, 5 Wassereinbrüche, Abwickler gab's gegen den Flugzeugträger und noch das Großkaliber. Gucken uns natürlich hier auch wieder das Teamergebnis an. Starke Divisionsleistung, aber auch unsere Fuso hat eine wirklich sehr, sehr starke Runde gespielt. Auch bis am Ende am Leben gewesen. Danach ist schon etwas größerer Abstand. Also hier die ersten 3 Plätze relativ dicht zusammen. Und im Gegnerteam die Yuga auf jeden Fall auch eine starke Runde.
Gucken uns auch schnell den Wirtschaftszweig an, haben hier in der Runde, es hat sich richtig gelohnt, 397.000 Kreditpunkte Profit gemacht und das mit einem einfachen Booster und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schussvorstellung der Ark Royal gewesen sein. Auf jeden Fall ein richtig starker Flugzeugträger meiner Meinung nach mit wirklich zwei starken Flugzeugtypen. Die Torpedos sind wirklich sehr, sehr gut, weil man natürlich drei Stück gleichzeitig abwerfen kann. Dort dann halt auch bis zu drei Angriffe starten kann. Und natürlich die Bomber sind auch richtig stark, speziell gegen Schlachtschiffe mit diesen heftigen Bombenteppich hat man fast Brände garantiert. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Also auf jeden Fall, gerade was das Schadenspotenzial angeht, definitiv der beste Flugzeugträger auf der Stufe. Meiner Meinung nach hat die Seraph halt ein bisschen mehr Potenzial, was so das Gewinnen angeht, weil man halt einfach diese Skip-Bomber hat, die man quasi für die Zerstörer nutzen kann. Und das kann auf jeden Fall schon einen Unterschied machen. Aber allgemein, wenn es um Schaden geht, Ark Royal auf jeden Fall mit Abstand der beste Flugzeugträger auf Stufe 5. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.